Hallo und willkommen zu einem neuen Food Haul. Heute mal anders als sonst. Ja, ich sitze hier gerade in Santiago, gegenüber vom Spar und habe gerade ein bisschen was beim Suma und beim Spar eingekauft. Ja, und die letzten anderthalb Wochen hatte ich auch mehrmals richtig tolle Einkäufe gemacht, also auch mit sehr gesunden, hochwertigen Lebensmitteln, aber mehr trockene Lebensmittel, auch Vorräte. Ja, und da wollte ich immer einen schönen Food Haul für dich drehen, aber entweder hatte ich nicht genug Akku oder es war sonst irgendwas. Ja, und ich bin ja jetzt seit circa einer Woche wieder in Santiago und lebe wieder in meinem Zelt. Und da ist es doch recht eng in meinem Vorzelt. Da das so zu filmen, wie ich das bisher gefilmt habe, ist fast ein, ja, ist mehr oder weniger ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, mache es mir jetzt einfach einfacher und zeige dir einfach direkt, was ich jetzt eingekauft habe. Genau, und die Sachen, die ich dir zuletzt noch zeigen wollte, davon ist das meiste schon angebrochen, manches bereits leer. Ja, kann ich sowieso nicht mehr zeigen. Ja, das bringt es ja nicht. Jo, und deswegen, wie gesagt, ich wollte dich eigentlich auch gerne in die beiden Läden hier mitnehmen. Das hätte ich so gerne gemacht, aber ich habe nicht viel Akku, da Gaia gerade meine Powerbank oben in Santa Ana hat. Ja, deswegen zeige ich dir das jetzt einfach so, was ich jetzt für heute und die nächsten zwei, drei Tage eingekauft habe. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind noch einigermaßen okay. Wir haben mittlerweile schon kurz vor 19 Uhr. Und neben mir ist gerade Karneval. Weiß nicht, ob du das hörst. Jo, dann fange ich mal an. Also es war jetzt kein großer Einkauf, vor allem mal Frisches. Ich hatte so Lust auf einiges Frisches. Und zwar habe ich mir hier einmal diese Champignons gekauft. Ja. Das sind 230 Gramm für 78 Cent. Ja, sind doch echt günstig. Da werde ich mir dann morgen wahrscheinlich Vollkornnudeln mit Pilzrahmsoße kochen. Ach, da habe ich jetzt schon Appetit drauf. Ja, dann habe ich mir noch etwas mehr als ein Kilo schöne reife Bananen gekauft. Die gehen ja auch immer, ne? Eine Zucchini. Oh. Moment kurz. Zwei schöne große Möhren. Ich habe seit gestern so Appetit auf Möhren. Gibt's gar nicht. So, wenn ich nachher wieder zurück bin an meinem Zeltplatz, da koche ich mir ein bisschen Reis mit Möhren. Und vielleicht mache ich da auch noch die Zucchini mit rein. Aber ich lasse noch Möhre übrig. Für morgen zum Rohknabbern, entweder im Salat oder direkt pur. Mal sehen. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Dann habe ich mir noch zwei Stücke Ingwer gekauft. Ich habe zwar noch welchen, aber davon kann ich nie genug haben. Ich liebe Ingwer. Dann ein Paket kernige Vollkornhaferflocken beim Spar. Ich habe zwar noch gemischte Flocken mit Kerne, aber eben nur die. Und ich möchte aber auch gerne diese hier haben, vor allem für ein bestimmtes Rezept. Ganz bestimmte Pancakes will ich damit herstellen. Dazu gibt es vielleicht demnächst dann ein Rezeptvideo, sofern es mir möglich ist. Und dann habe ich mir noch diesen Reis gekauft. Den mag ich besonders gerne. Ja, der ist auch günstig. Kostet knapp 1 Euro. Der ist ein bisschen kürzer, ist also nicht dieser Langkornreis. Und der ist
schön cremig. Ja, fast so ein bisschen wie Milchreis. Den kaufe ich in letzter Zeit nur noch. Und als besonderes Highlight eine Chirimoya. Es gibt hier zurzeit kaum Früchte. Also jetzt zum Beispiel in Santa Ana oben bei den Bioterrassen. Ja, ist ja noch Winterzeit hier, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine gekauft. Die ist zwar noch recht kalt, aber ich werde die jetzt gleich mal essen. Ich habe da jetzt so Lust drauf. Auf den Pfirsich hätte ich auch Lust gehabt, aber ja, Chirimoya ist doch was ganz Besonderes. Die war jetzt auch nicht so teuer, also unter einem Euro. Die werde ich jetzt gleich genießen. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, ein kleinerer Einkauf, ja. Man ist ja genügsam, ne? Jo, dann hoffe ich, dir hat mein kleiner Foodhaul gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Wünsche dir alles Liebe. Und sage, wie immer, bis zum nächsten Video.